Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Let's Play Mass Effect 3. Wir sind auf der Normandie, der Reaper-Krieg kann beginnen. Und ich will sagen, wir schauen uns erstmal auf der neuen Normandie umreden mit unserer Crew. Ja, und gucken so, was ist denn hier, Kriegsterminal? Die Leute, Waffen, Armeen und Flotten, die sie versammelt haben, sind ihre Kriegsaktivposten. Die Gesamtbereitschaft der Galaxie legt fest, wie effektiv die Aktivposten in der letzten Schlacht sein werden. Aha. Okay, das ist schon interessant. Das Allianz-Technik-Korps baut Straßen durch Berge und Basen auf Asteroide. Der Hauptteil seiner Aufgaben beschränkt sich zwar auf aktive Kriegsbemühungen, aber es fährt beim Bau eines Geräts proteanischen Ursprungs, das auf dem Mars entdeckt wurde, zu ungeahnten Höchstleistungen auf. Aufgrund der enormen Menge an Rohmaterial, die dafür benötigt werden, hat das ATK unbegrenzten Zugriff auf sämtliche Ressourcen der Allianz erhalten, die nicht für den direkten Truppeneinsatz benötigt werden. Die 103. Marinedivision. Die alte Rede hat, jeder Marine ist ein Schütze, gilt in der Allianz immer noch. Alle Rekruten der Marines von der Schreibkraft bis zum Scharfschützen durchlaufen eine Infanterieausbildung. Darum ist die 103. Marinedivision auch die größte Truppe von Special Forces Soldaten der Erde. Offiziere aus bekannten Schlachten wie dem Skyrianischen Angriff oder dem Erstkontaktkrieg führen knallharte Manöver in verschiedenen Umgebungen durch, weil Marines darauf vorbereitet sein müssen, jede Küste jedes Planeten zu erstürmen. Dieses Training hat sich im Reaper-Krieg als sehr nützlich erwiesen, weil die 103. tatsächlich in einer Woche in einer Eisküste und in der nächsten in den Dschungel kämpfen musste. Aktualisiert. Admiral Hackett schickte Marines zu dem Planeten Arathot, um die Undercover-Agentin Dr. Amanda Kenson zu retten. Alle Teams wurden bei einer Explosion getötet, die sowohl die Kolonie als auch das Portal des Systems auslöschte. Die Allianz verbrachte Wochen damit, vereinzelte Funksprüche zu analysieren, bis sich herausstellte, dass die Marines keine andere Chance zur Vermeidung einer Reaper-Invasion gesehen hatten, als einen Asteroiden in das Portal zu steuern. Die Aktion verschaffte der Allianz zwar etwas Zeit, aber bei der Mission gefallenen Männer und Frauen waren ein schwerer Schlag für die 103. Marinedivision. Admiral Mikhailovich. Als der Reaper mit dem Namen Sovereign 2183 die Citadel angriff, führte Rear Admiral Boris Mikhailovich die 63. Speerflottille gegen ihn in den Kampf. Die 63. erhielt in der Schlacht um die Citadel die geringsten Verluste von allen Allianzflottillen, während sie den Transportern und Schlachtschiffen der 5. Flotte wertvolle Unterstützung leistete. Die Allianz beförderte Mikhailovich danach vom Rear-Admiral zum Admiral und beauftragte ihn damit, seine Schiffe wieder aufzubauen und zu modernisieren. Seine Kampferfahrung mit den Reapern war unverzichtbar bei der Entwicklung von Strategien gegen sie. Die erste Flotte der Allianz. Die erste Flotte war in der Nähe des Charon-Portals stationiert, als die Reaper in das Sollsystem einfielen. Bis Admiral Hackett den Befehl zum Rückzug gab, hatte die bis dahin größte Flotte der Allianz-Navy die Hälfte aller Schiffe verloren. Der befehlshabende Admiral Ines Lindholm traf die schwere Entscheidung, ein Zehntel der verbleibenden Schiffe zurückzulassen, damit der Rest entkommen konnte. Ihr Plan ging auf und die erste Flotte stieß hinter dem Portal zu den anderen geflohenen Allianzstreitkräften. Die dritte Flotte allerdings war auf Arcturus stationiert und unterstand Admiral Nitesh Singh. Als die Reaper die Station angegriffen, hatte Singh sein Flaggschiff, die SSV Logan, bereits zurückgezogen in eine optimale Schussposition für seine Massenbeschleunigungskanone. Es gelang dem Schlachtschiff, einen Zerstörer so weit auszubremsen, dass er die dritte Flotte nicht vernichten konnte, aber angesichts der erdrückenden Übermacht der Reaper sah sich Singh dann doch zum Rückzug gezwungen. Und die fünfte. Die fünfte Flotte wurde galaxieweit bekannt, nachdem sie die Allianzstreitkräfte bei der Schlacht um die Citadel angeführt hatte. Als die Reaper jetzt wieder angriffen, bewacht sie die Arcturus-Station. Nach einer blutigen und verzweifelten Schlacht gab Admiral Hackett den Befehl zum Rückzug, wobei er die gesamte zweite Flotte opferte, damit die dritte und die fünfte eine Chance zur Flucht bekamen. Im Moment sind die Techniker der fünften Flotte mit Reparaturen beschäftigt, aber alle sehen die Rückkehr zur Erde herbei, um an den Reapern Rache zu nehmen. Diane Allers. Die Allianz-News-Netzwerk-Reporterin Diane Allers sendet von der Normandy und interviewt Crew-Mitglieder und hochrangige Allianz-Offiziere, um der Galaxie zu zeigen, wie Insider den Krieg erleben. Und sie hat das schärfste Kleid der Galaxis. Die Allianz-Fregatte selbst. Nach der Zerstörung der ersten SSV Normandy baute Cerberus das Schiff mit gestohlenen Allianz-Plänen ein zweites Mal. Die Allianz hat die Normandy SS-2 auseinandergebaut und einen Teil der Technologie durch eigene ersetzt. Dadurch ist die SS-2 jetzt die leistungsstärkste Fregatte der gesamten Allianz-Navy und vermutlich das schnellste Schiff seiner Klasse.
Die Normandy wird kommandiert von Shepard, Allianzoffizier und erster Spectre der Menschen. Aktualisiert. Zur Verstärkung der Feuerkraft der Normandy ließ Commander Shepard eine magnetisch-hydrodynamische Kanone Tarnix in den Unterbau des Schiffes einbauen. Die mächtige Waffe basiert auf Reaper-Technologie und feuert geschmolzenes Metall ab, das auf einen beträchtlichen Teil der Lichtgeschwindigkeit beschleunigt wird. Vor dem Angriff auf die Kollektoren ließ Shepard die Außenstruktur der Normandy mit Solaris-Panzerung verstärken. Diese Schutzschicht aus Kohlenstoff-Nanoschläuchen widersteht Temperaturen, die konventionelle Panzerung sofort atomisieren würde. Und die Normandy hat ein Upgrade mit zyklonischer Barriere-Technologie erhalten. Dadurch können die Masseneffekt-Projektoren rasch oszillierende Barrieren erzeugen, die kinetische Schocks ablenken, statt sie direkt zu absorbieren. Mineralienvorkommen. Commander Shepard hat beim Scan von Planeten mit der Normandy SR2 beträchtliche Vorkommen verschiedener Elemente gefunden. Als die Allianz die Normandy ins Trockendock brachte, wurden diese Elemente beschlagnahmt. Jetzt werden sie für den Bau des auf dem Mars entdeckten Proteaner-Geräts eingesetzt. Und Kalisa Bint Sinan Al-Jilani, die Reporterin von Westerland News, hat kürzlich ihr Publikum daran erinnert, dass im Krieg alle galaktischen Spezies Einigkeit und Zusammenarbeit demonstrieren müssen. Ihre Aufrichtigkeit hat die Extranet-Zuschauer bewegt und zu einem erhöhten Spendenaufkommen für Hilfsprojekte geführt, sowohl für die Allianz als auch für ihre außerirdischen Verbündeten. Und jetzt will ich mal gerne wissen: Kriegsschauplätze. Jedes Konfliktgebiet hat eine Bereitschaftswertung, die seinen möglichen Beitrag zur letzten Schlacht angibt. Werden diese Gebiete vernachlässigt, kann sich ihr Status verschlimmern und die Gesamtbereitschaft sinkt. System offline. Galaxy at War Status kann nicht abgerufen werden. Ja, wahrscheinlich, weil ich nicht online bin. Weil ich kein Internet habe derzeit. Hat ja im Keller gebrannt, ne? Und seitdem habe ich kein Internet, ist kacke. So, innerer Ratssektor. Dieses Territorium umfasst die Heimatwelten der Salarianer, Turianer, Volos und Hanar sowie die Citadel, das Herz des Ratssektors. Auf der Citadel treffen ständig Diplomaten, Militärs, Aktionäre großer Unternehmen und andere ein, die auf dem Sitz der galaktischen Regierung Geschäfte machen wollen. Die Ratswerker stellen Friedensschiffe zur Verfügung, die im inneren Ratssektor patrouillieren, aber die meisten Dispute in diesem Teil der Galaxie werden diplomatisch oder auf anderem Wege gewaltfrei gelöst. Die Terminus-Systeme sind ein Bereich der Welt des Weltraums, der nicht der Kontrolle durch die Citadel unterliegt. Die zahlreichen Kolonien, Banden und Gruppierungen verbinden nur eine einzige Sache. Sie wollen unbedingt unabhängig bleiben. Mitglieder aller Spezies kommen hier, um ihr Glück zu finden, Kolonie zu gründen und sich außerhalb der Regeln des Rats zu etablieren. Das hat dazu geführt, dass die Terminus-Systeme ein profitabler Zufluchtsort für Piraten, Söldner und Sklavenhändler geworden sind. Das Erdallianzgebiet. Die Allianzvertreter der Erde und aller Menschenkolonien im Citadel-Sektor beansprucht diese Gebiete für sich. Seit die Entdeckung des Charons-Portals die Menschheit mit dem Rest der Galaxie verbunden hat, ist das Territorium der Erde um mehr als das Zehnfache angewachsen. Durch diese aggressive Expansionspolitik ist es zu Konflikten mit mehreren Nachbarspezies und deren Regierungen gekommen, vornehmlich mit der batterianischen Hegemonie. Dennoch macht die Allianz keine Anstalten, ihr Wachstum zu bremsen. Ja, nötig sind wie die Römer. Zum äußeren Ratssektor gehören die Heimatwelten der Asari und Elkor. Während sich die Elkor mit ihrem eigenen System und einer Handvoll Kolonien zufrieden geben, haben die Asari im gesamten Sektor Ansiedlungen, ihre Welten. Ihre Welten bilden fraglos die stärkste Wirtschaftsmacht der Galaxie und die Asari nutzen ihren finanziellen Einfluss, um den galaktischen Markt stabil zu halten. Ihre Militärflotten patrouillieren entlang der Handelsrouten und auf den Kolonien, um gegen Schmuggler vorzugehen, die über Portale aus der Attika-Traverse herkommen, über die wir jetzt reden. Die Attika-Traverse ist nämlich ein großes Territorium am Rand des zivilisierten Weltraums. Ihre Kolonien sind durch eine Vielzahl von Portalen verbunden und werden häufig aus dem benachbarten Terminus-System heraus überfallen. Da bewohnbare Planeten in der Galaxie selten sind, halten die Kolonien trotz dieser Angriffe durch. Über die Attika-Traverse verteilt gibt es zahlreiche proteanische Ruinen, die archäologischen Expeditionen anlocken, die die Geheimnisse dieser erfolgreichen Technologie erkunden möchten. Interessant, viel zu lesen. So. Hier können wir allerdings mit niemandem reden. Ist ja echt alles neu aufgebaut. Können wir die Leiter nutzen? Ne, sie führt in ein Fass Öl. Hier ist ja ein Superraum. Das ist der Hammer. Warum Fenster? Ist das ein Nichtraucherraum oder was? Also ein Raucherraum. Ich kann nicht glauben, dass der Rat nicht hilft. Ach was, Sarah. Wenn es Tessia erwischt hätte und die Erde noch da wäre, kannst du sicher sein, dass wir unsere eigenen Grenzen bewachen würden. Ja, hier steht ein Kaffee für mich bereit. Hier ist wahrscheinlich der... Ich kann nicht. Doch.
Was? Was? Aha. Commander, die Allianz hat ein neues Cerberus-Labor auf Sanctum gefunden. Admiral Hackett möchte, dass Sie es näher untersuchen. Reden wir doch erstmal mit Trainer. Commander, sehen Sie nach Ihrer neuen Rekrutin? Ich wollte nur sehen, wie es Ihnen geht. Ich versuche noch, mich einzuleben. Bei der Arbeit an den Upgrades der Normandy ging ich abends immer nach Hause. Ich hatte nicht mal eine Zahnbürste oder frische Wäsche und musste alles behelfsmäßig auf der Citadel kaufen. Ich hätte helfen können. Wenn Sie wieder was brauchen, fragen Sie. Wir sitzen in einem Boot. Oh, schon okay, Commander. Sie haben bestimmt größere Sorgen. Wir haben Anforderungsformulare. Meine Zahnbürste ist eine Scission Pro Mark IV, die mit Masseneffektfeldern Plack entfernt und den Gaumen massiert. Kostet 6000 Credits. Okay, darum müssen Sie sich selber kümmern. Jedenfalls danke für die Chance, hier bleiben zu dürfen. Sonst noch irgendwas? Ey, jetzt reden die über eine Zahnbürste? Ach, es ist unfassbar. Wie sind Sie denn beim Militär gelandet? Meine Familie hatte kein Geld für die Universität. Aber als die Allianz meine Eignungstests sah, bekam ich ein Stipendium. Nach dem Abschluss kam die Pflichtzeit und dann bin ich geblieben. Das Labor war eine tolle Herausforderung. Aber der Fronteinsatz ist natürlich auch irgendwie toll. Irgendwie passen die Untertitel nicht zum Text. Es überrascht mich, dass Sie sich um eine Zahnbürste sorgen. Wir haben wichtigere Probleme. Oh, glauben Sie mir, es war schrecklich, die Reaper auf der Erde zu sehen. Aber was würde es nützen, hier im KIZ in Tränen auszubrechen? An Bord der Normandy zu sein hilft. Wenn jemand die Reaper aufhalten kann, dann Sie. Und wenn als neu markierte Nachrichten und Informationsverwaltung Ihnen helfen, dann ist es das wert. Und die Arbeit im Labor? Sie waren bei der Allianzforschung? Ja, und obwohl die Quantenverknüpfung die Kommunikation erleichtern sollte, ist das Einbinden mehrerer ankommender Quellen. Und dann die Vernetzung mit extrapolierten, zeitverzögerten Daten zur Konstruktion einer kohärenten GUI. Es ist sehr aufregend. Für mich zumindest. Ja, so funktionieren halt Fachinformatiker. Wo kommen Sie ursprünglich her? Einer Kolonie in den Terminus-System. Studiert habe ich auf der Erde, in Oxford. Meine Eltern waren aus London. Sie haben die Erde geliebt, wollten aber die Freiheit des Kolonielebens. Wären sie in London geblieben, wären sie jetzt wohl tot. Sagen Sie sowas nicht. Viele Menschen auf der Erde leben noch und sie zählen auf uns. Wohl wahr, Commander. Weitermachen, Spezialistin. Und ich besorge Ihnen Ihre Zahnbürste. Das ist ein Terminal? Was? Taktikmeisterschaft? Was? Für mehr Kontrolle über die Taktik wählen Sie das Selektionsmenü. Ach, Gottes Willen. Dies pausiert das Geschehen. Sie haben Gottes, Zeit, kann ich das abbrechen? Ach, nur. Feinde anzuvisieren und eine Kraft auszuwählen. Um mit einer Kraft einen Gegner anzugreifen, nehmen Sie den Feind ins Visier, bevor Sie pausieren und wählen die gewünschte Kraft aus. Die Kraft wird gegen den anvisierten Feind ausgelöst, sobald Sie die Pause beenden. Maximale Effektivität erreichen Sie durch Kombination von Gruppenmitgliederkräften und Ihren eigenen. Feinde werden mit bis zu 3 Kräften getroffen. Was war das denn jetzt für ein Video? Du konntest die Konsole links sehen? Das war in 3 FPS mit einer Aufqualität von 5p aufgenommen. Auflösung 7x4. Das ist unfassbar, das ist unglaublich. Unfassbar, nee. So, lesen wir mal unsere Nachrichten. Von Allianz News Network. Von Ruxius Rilius. Citadel, wo ist die quarianische Flotte? Die neuesten Informationen zufolge erobern die Reaper in einem fieberhaften Tempo ein System nach dem anderen. Mitglieder aller Spezies flüchten von ihren Stationen, Kolonien und in einigen Fällen sogar von ihren Heimatwelten. Dieser erzwungene Exodus ist vor allem für die nomadischen Quarianer nichts Neues, die schon von Jahrhunderten vor den Cetacean geht von ihrer Heimatwelt vertrieben wurden. Aber während die Galaxie sich gegen die Reaper wehrt, hört man von den Quarianern verdächtig wenig. Sprecher der Turianer und der Allianz können die aktuelle Position der Flotte nicht nennen. Sie sagen, sie hätten im Moment andere Sorgen. Was immer die Quarianer auch vorhaben, sie wollen es von dem Rat geheim halten. Beim Halt zum Auftanken auf Ilium gab die Flotte zunächst kein Reiseziel an.
Und außerdem werden Berichten zufolge galaxieweit alle jungen Quarianer von ihrer Pilgerreise zur Flotte zurückbeordert. Gierige und kurzsichtige Kräfte werden in Zeiten einer galaktischen Krise immer versuchen, ihr Schäfchen ins Trockene zu bringen. Wir können nur hoffen, dass die Pläne der Quarianer nicht das einzige Vorhaben stören, das jetzt wichtig ist. Die Reaper aufhalten. Ach Gottes Willen. Eilmeldung, Notfall, in. Groß, dick Schrift. Also, dies ist ein Alarm für alle Gebiete der Menschen. Fleet Admiral Hackett hat Bedrohungslage Säbel 1 verkündet. Feindpräsenz im Sol-System bestätigt. Erde wird von Reapern angegriffen. Das gesamte Allianz-Militärpersonal soll das Sol-System bei der ersten Gelegenheit verlassen. Versuchen Sie nicht, sich der Erde zu nähern. Schwerer feindlicher Widerstand gemeldet. Ich wiederhole, versuchen Sie nicht, sich der Erde zu nähern. Weitere Anweisungen folgen auf verschlüsseltem Kanal. Rot, still. Allianz-Personal auf der Erde, das nicht wieder evakuiert werden kann, soll sämtliche möglichen Gegenmaßnahmen in die Wege leiten. Das Allianz-Personal außerhalb des Sol-Systems soll sich zu den bekannten Sammelpunkten begeben und bei nächster Gelegenheit mit offensiven Kampfoperationen beginnen. Erfolge keine weiteren Befehle, darf unabhängig gehandelt werden. So funktionieren YouTube-Kommentare. Von Steve Hackett, Commander Shepard. Dieser Brief bestätigt offiziell Ihre Wiedereinstellung bei der Allianz Navy. Infolge von Admiral Davidsons außergewöhnlich kürzlich erfolgte mündliche Zusage. Gemäß Paragraph 903.5 des Kriegsgesetzes sind Sie hiermit autorisiert, das Kommando über die Normandie SR-2 zu übernehmen. Ihre Aufgabe lautet, Operationen gegen alle Feinde durchzuführen, die Erde, ihre Kolonien und ihre Verbündeten bedrohen. Shepard. Die Allianz-Streitkräfte sind über die ganze Galaxie verteilt. Wir brauchen Ihre besonderen Talente bei einer Reihe von Operationen. Diese Mission werden der Allianz Türen an Orten öffnen, wo wir mit konventionellen Methoden nicht weiterkommen würden. Wir werden Agenten schicken, um die Stellung zu halten, sobald Ihre Einsatzziele erreicht haben. Begeben Sie sich zu einem Cerberus-Labor auf dem Planeten Sanctum und gucken Sie sich den Film im Kino an. Genauere Hinweisungen geben kurz vor Ihrem Eintreffen. Ja. Ne? Wer ist das denn? Niemand. Der läuft da einfach nur rum. Kennen wir nicht, läuft einfach über mein Schiff. Wen haben wir denn hier? Die Norme, die ist schön. Da vorne müsste Joker sein, ne? Hier geht's raus. Aber wir sind ja nirgendwo angedockt. Wir sind wahrscheinlich mitten im Weltraum. Joker, ne? Hey Commander, Sie wissen, ich hatte meine Zweifel, was den Rat angeht. Aber nachdem er jahrelang Ihre Warnungen ignoriert hat, sagt er Ihnen jetzt endlich offen, dass er nicht helfen kann. Ist nicht Ihre Schuld. Alle tun ihr Möglichstes. Haben Sie wenigstens unsere Parkgebühren bezahlt? Naja, sagen Sie es mir, wenn Sie mit Ihnen reden und dann mitten im Gespräch auflegen wollen, wegen der alten Zeiten. Oh, Joker ist einfach... Nee. Immer ein Spruch auf den Lippen. Warum ist der Raum da rechts zu? Da war früher das Labor von unserem liebsten Salarianer. Ich weiß nicht mehr, wie er heißt. Gottes Willen. So, da ist das Kids. Und in die Kapitänskabine. Das wollte ich eigentlich sagen. Shepards Büro. Haben wir da was? Gruppenauswahl. Aussehen ändern. Aha. Ich weiß nicht. Ne, nimm das. Ne, das sieht kampfmäßiger aus. Taktikmeisterschaft, die will ich mir bestimmt nicht nochmal angucken. Unsere Fischis. Was haben wir? Ein Panzerungsspind. Aha. Eine Jacke. Ach du Scheiße. Das ist der Kommandant quasi. Nee, ich finde das hier schon am passendsten. Okay, das geht nicht. Kein Helm. N7-Helm, Brust. Mhm, Handschuhe. Ja. Muster. Finde ich in Schwarz schon ganz nett. Ach du Scheiße. Ich mag ja rot, ne, aber so die Streifen, das geht noch. Lichter? Ach du Kacke. Ja, machen wir. Huch. Da, hier laufen wir in unserer schönen
Lederjacke rum. Was haben wir da? Musikanlage. Oh yeah. Der Beat geht ab. Oh yeah. Ja. Auf jeden Fall. So, dann gehen wir ins Q-Deck. Huch. Was ist das denn? Das sind wahrscheinlich die Leute, die hier arbeiten. Wen haben wir denn da? Die Normandy Crew. Noch mehr von der Normandy Crew. Die SS2 steht da einfach nur. Ein Bildschirm hätte auch gereicht. Grüße, Commander Shepard. Was sind Sie? Ich bin Glyph, ein VI-Assistent von Dr. Tissoni. Ich sortiere und katalogisiere Daten. Ich soll Sie auf ein Terminal aufmerksam machen, das mit Ihrem Netzwerk verbunden ist. Es analysiert Informationspakete. Wenn Sie nützliche Daten finden, recherchiere ich Upgrades für Sie. Und wonach sollte ich suchen? Ich sage Bescheid, wenn Sie relevante Daten gefunden haben. Dann treffen Sie Ihre Auswahl an diesem Terminal. Doch nun würde Dr. Tissoni gerne mit Ihnen sprechen. Ich wünsche einen schönen Tag. Nice. Wissen Sie, ich hatte ja gehofft, dieser neue Rat wäre ein wenig hilfsbereiter als der letzte. Das Treffen verlief nicht unbedingt ideal. Ich bin schockiert. Wenigstens kann der Rat nicht leugnen, dass die Reaper existieren. Ich weiß allerdings nicht, ob das recht viel hilft, während Sie darüber streiten, welchen Teil der Galaxie Sie nun retten wollen. Oh, Ihr Job als Informationsmaklerin hat Sie richtig zynisch werden lassen, Liara. Mir gefällt's. Sehr schmeichelhaft, glaube ich. Alter, stell dir mal vor, auf diesem ganzen Bildschirm willst du zocken. Alter, richtiger Traum. So, nutzen wir da Upgrades, haben wir keine. Ja, super. Liara, meine Liebe. Liara, was ist das alles? Nachdem Sie zur Erde aufgebrochen sind, habe ich den Informationsmakler gefunden, der meinen Freund entführt hatte. Es war nicht einfach, aber ich konnte das Netzwerk des Shadow Brokers übernehmen. Führen Sie es von der Normandy aus? Soweit möglich. Das alte Netzwerk ist nicht mehr ganz intakt, aber ich habe Agenten. Dann sind Sie jetzt der berühmteste Informationsmakler der Galaxie? Berüchtigt trifft's besser. Aber ich kann dadurch helfen, das Proteaner-Gerät zu erforschen. Bis wir ihn verstehen, ist sein Einsatz zu gefährlich. Haben die Proteaner ihn fertiggestellt? Haben die Proteaner diese Waffe fertiggestellt? Sie meinen, ob wir es damit hinkriegen? Sie hätten nicht alles auf dieses Gerät gesetzt, wenn sie daran gezweifelt hätten. Aber wir müssen wirklich wissen, was sie uns da hinterlassen haben. Ich stimme zu. Ich spiele nur ungern wie ein Kind mit einer geladenen Pistole herum. Richtig. Der Schaden, wenn die nach hinten losgeht, ist unvorstellbar. Bevor die Reaper kamen, fingen die Leute endlich an zuzuhören. Mit etwas mehr Zeit wäre die Erde vielleicht nicht... Tut mir leid. Das ist vielleicht kein gutes Gesprächsthema. Freut mich, dass Sie gefragt haben. Der Gedanke bedeutet mir viel. Danke. Keine Ursache. Und was ich noch sagen wollte... Es tut gut, wieder da zu sein, Shepard. Ja. Können wir ja nicht mehr mit dir reden, ne? Wahrscheinlich. Hallo, Shepard. Ach doch. Wie viel wissen Sie über dieses Proteaner-Artefakt? Sehr wenig. Es ist pures Glück, dass genügend Daten für die Baupläne übrig waren. Für die Entschlüsselung brauchen wir die besten Spezialisten. Ist das so Hightech? Während des Hauptstudiums hätte ich für einen Blick darauf getötet. Aber ich dachte, wir wären die besten Spezialisten. Ist die Drohne Ihr neuer Sekretär? Glyph ist eine VI-Einheit und indexiert meine Suchfunktionen in den Datenfeeds. Er ist unverzichtbar. Zum Glück hatte Edi ihn noch an Bord gelassen, nachdem er versucht hatte, ihre Aufgaben umzuschreiben. Ich wollte nur die automatischen Systeme des Schiffs an die unseren angleichen, Dr. Tissoni.
Und genau deshalb stehst du auch unter Kabinenarrest. Wie haben Sie den alten Shadow Broker erledigt? Es war ziemlich aufwendig. Dutzende Söldner, nur um sein Versteck zu stürmen. Er musste unbedingt sterben, was? Er hatte einen Freund verschleppt und ich hatte geschworen, ihn rauszuholen. Und? Meine Rettung kam zu spät. Und wie ist es so? Was geschah, als Sie zum Broker wurden? Ich nutzte sein Netzwerk so gut wie möglich, aber meine Einsatzbasis wurde vernichtet, als Cerberus angriff. Ich rettete so viel Hardware wie möglich, aber ich will nicht darüber reden. Wichtig ist, dass ich immer noch Datenfeeds und Agenten habe, auch wenn der Krieg letztere dezimiert hat. Und sonst so? Was ist seit unserem letzten Treffen alles passiert? Nachdem wir uns auf Ilium sahen? Nun, außer dass ich der Broker wurde. Ich suchte nach einer Handhabe gegen die Reaper, aber nur die Proteaner hatten umfassende Informationen. Ich wusste, dass der Unbekannte dasselbe Ziel hatte, als unsere Agenten aufeinander trafen. Wie auf dem Mars? Ich dachte, ich hätte meine Spuren verwischt, aber er beobachtete alles. Na dann. Wir reden später, Liara. Natürlich. Ach ja, Shadow Broker, das wäre so ein Job für mich. Kann ich das Terminal benutzen? Dieses Terminal enthält unkritische Korrespondenz Ihrer Bündnispartner. Dr. Tassoni hat Ihnen Zugriff gewährt. Na dann. Glyph, erinnere mich daran, diese alten Daten Notizen wegzuräumen. Vielleicht fördert eine erneute Überprüfung etwas Nützliches in Hinsicht auf das proteanische Gerät zutage. Liama. 2071. Die Universität von Cerberus hat zugestimmt, meine Arbeit auf der proteanischen Ausgrabungsstätte auf Detirop zu unterstützen. Sehr aufregend. Professor Handel wird die Expedition persönlich leiten. Vielleicht kann ich Sie sogar nach Ihrer Meinung über das Konzept meiner Doktorarbeit fragen. 74. Ich glaube, Dr. Joshwans Annahme ist richtig, dass die ausgegrabenen proteanischen Artefakten aus dem dritten Zeitalter stammen und nicht aus dem vierten. Was für ein peinlicher Fehler. Wenigstens schien er mit dem Rest der Arbeit zufrieden zu sein. 2083, Teil 1. Ich bin Teil der Therum-Expedition. Ich hätte nie gedacht, dass ich die Genehmigung bekomme, die dortigen proteanischen Ruinen zu besuchen. Aber die Universität von Cerberus hat die Finanzierung wohl doch noch hingekriegt. Ich muss packen. Und Teil 2. Bei der Göttin. Dieser Mensch Shepard hat den Schlüssel dazu, die Proteaner auf einer unbewussten, instinktiven Ebene zu begreifen. Wäre ich doch nur dabei gewesen, als der Commander den Sender auf Eden Prime berührt hat. Ich werde versuchen, an Bord der Normandy mehr über diesen Dechiffrierer in Erfahrung zu bringen. Dass die Reaper etwas damit zu tun haben, ist gelinde gesagt beunruhigend. 2185. Ich habe mir die Aufnahmen des alten Shadowbroker über die Kollektoren angesehen. Es ist unheimlich, dass sie praktisch die Husks der Proteaner sind. Wenigstens ist nach dem, was mit dem Reaper mit ihm gemacht haben, nicht mehr mit Intelligenz oder Bewusstsein zu rechnen. Schön hat sie es hier. Doppelbett. Liama, hast du Zeit? Es, aber kein doch ein Fenster, ich dachte schon. Ich wünsche Ihnen einen schönen Tag. Ich auch, ich hätte auch gerne so ein Glyph. Ist bestimmt schön. Hier ist noch die Küche. Oh, was haben wir da? Der Gefechtsstand, hier ist, ich dachte kurz, das wäre Radioaktivität, aber ich glaube, das ist ein anderes Zeichen. Weiß. Ist ja interessant. Ich würde dann mal sagen, wir gehen in die nächste Folge. Bis dahin und tschüss.